Herzlich willkommen im Bremer Rathaus, Teil des UNESCO-Welterbes. Und zwar, wir sind hier, wie man sehen kann, in der Güldenkammer. Ganz wunderbar, haben wir uns hier am 6. Dezember hineingeschmuggelt und können uns hier frei bedrehen. Ne, also meine ruckartigen Bewegungen zeigen Ihnen, wir sind gar nicht wirklich im Rathaus, sondern wir sind in einem Gemeinschaftsprojekt von SKW und der Senatskanzlei. Da haben wir zusammen mit Dataport das aufbereitet für die Bremer SchülerInnen und für alle Interessierte, sich virtuell frei im Rathaus 360 Grad zu bewegen. Und hier kann man das sehen. Wir haben es vor allen Dingen gemacht, natürlich Corona halber, alles ist im Lockdown. Und trotzdem wollen wir den SchülerInnen die Möglichkeit geben, sich mit diesem wunderschönen Ort in Bremen zu identifizieren und darüber hinaus auch mit der ganzen Stadt. Wir haben dazu, wenn man sich umguckt, hier immer sehr auffällig, der große Zwergwal, haben wir noch zusätzliche Informationen dazu gepackt. Immer hinter diesen gelben Punkten sind alle Erläuterungen dort zu sehen. Und hier sehen wir auch schon den Wal, ne? Ganz mit zusätzlichen Texten. Wir haben die nochmal ganz aufwendig fotografiert, die einzelnen Stücke. Und hier sind alle Erläuterungen dazu und Zusatzinformationen. Zum Beispiel, dass das Skelett dieses Wals tatsächlich im Überseemuseum hängt und wahrscheinlich viele schon einmal gesehen haben, ohne dass sie das wussten. Dasselbe haben wir natürlich auch für das neue Rathaus, wo wir jetzt mal hingehen. Hier in der Puppenhausansicht gibt es von beiden alten und neuen Rathaus meine Lieblingspuppenhäuser sozusagen in Bremen und das wird auch den SchülerInnen sehr gut gefallen. Hier kann man sich vorbereiten, hier kann man hineinspringen, kann man weiter rumgehen und auch hier natürlich überall hinter den gelben Punkten sind Informationen hinterlegt. Zum Beispiel auch zu dieser Uhr, ne? Wenn wir die mal direkt aufrufen, dann sehen wir auch hier große Erklärungen, ein schönes Bild hier, die Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und da ist er wieder ganz zu Anfang. Wer hat uns die Tür aufgemacht? Der 6. Dezember, der Nikolaus. Und alles zu diesem Nikolaus gibt es im Netz unter www.welterbe.bremen.de. Schönen Advent noch!